So, dann mal F9 drücken. Klick. Du hast dieses Jahr eine Schlachtaufzeichnung erhalten. Okay. Der geheimnisvolle Händler hat aus Versehen. Nee, unerklärlicherweise seinen Kurs geändert. Welcher? Der da. Er ist schneller geworden. Das könnte problematisch werden. Und was zur Hölle ist das da? Ziel unbekannt. Stabilität steinhart. Oh, ein Wurmloch. Das ist ja schick. Oh, und gegnerische Schiffe. Ein Privateer und noch ein Privateer. Okay. Oh, hier passiert aber jede Menge. Bevölkerung, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das sieht wie eine Heimatwelt aus. Super Erzkonzentration und für uns tierisch interessant. Wert 93%. Ja, den müssen wir haben. Aber ja, sehr cool, was es mit dem auf sich hat, mit dem Wurmloch. Was schicken wir da mal rein? Wir schicken da mal. Die Bomber müssen wieder zusammengesammelt werden. So, okay. Auch wenn ich die Bomber nicht benutzen werde. Ich werde einfach Kolonisten zu dem Planeten hinschicken und gucken, was passiert. Weil davon haben wir halt genug. So, und du? Du bist immer noch auf Abfangkurs, richtig? Doppelklicken. Genau, du hast immer noch als Ziel geheimnisvolle Händler. Mal gucken, ob das klappt. Hast deine 5000 Kilotonnen. Ist soweit okay. Was machen wir mit denen da unten? Die wollen anscheinend zu einem von den beiden Planeten. Nach Nickel. Oh, also der will zu dem Planeten und der will zu Nickel. Vielleicht haben die ja ganz viele Kolonisten an Bord und wollen uns angreifen. Haben wir Nickel-Verteidigung? Nö. Haben wir eine Wallaby-Verteidigung? Ja. Du flieg mal nach Nickel. Bist in 4 Jahren da. Das ist noch so uralt, Flieger. Nee, lass das. Bleib da. Ups. Enter. Gucken wir mal, was passiert. Wir wollten Nickel ja eh nicht wirklich haben. Was wir eigentlich auf Nickel machen wollten, war auf die gehen und alle Kolonisten mitnehmen. Zack, Bevölkerung 0. Es geht also. Sehr gut zu wissen. Können wir noch was einlagern? Die ganzen Erze, die wir gerade abgeladen haben. Nee. Ja, okay. Also wir haben die Kolonie jetzt quasi aufgegeben und fliegen jetzt einfach mal weiter. Genau, du fliegst dahin, nach Klein, Transport, Blitzentladung und fliegst danach zurück nach Wallaby. Sehr gut. Und ihr macht dann währenddessen irgendwas mit Nickel. Wahrscheinlich bevölkern die es wieder und wir müssen dann wieder kapern. Also wir sollten auf jeden Fall uns angewöhnen, immer eine kleine Verteidigungsflotte mitzunehmen, die dann da stationiert wird. Und auch bei Wallaby die ordentlichen Kampfschiffe bauen. Apropos ordentliche Kampfschiffe. Erstmal ist da oben ein Gegner. Das heißt, du änderst mal den Kurs. Doppelklicken. Ja, du. Den angreifen. Dann haben wir hier auch Gegner, die mit Warp 6 fliegen. Equeos, Zerstörer leicht. Greif mal die da an. In einem Jahr, also nächste Runde. Sehr schön. Dann Schiffsdesigner. Wir hätten gerne verfügbare Baupläne. Wir hätten gern den Kreuzer. Das ist das Größte, richtig? Ja, hat auch nur ein Bild. So, da kommt ein Papa Langbein rein. Die sind zu langsam. Die sind echt viel zu langsam. Na gut, das wird unser Verteidigerkreuzer. Verteidiger deklariere ist einfach mal. Verteidiger, Verteidiger. Verteidiger deklariere ist einfach mal, weil sie langsam sind. Das heißt, wir werden die nächsten Forschungspunkte mal auf Antriebe setzen und dann später noch Angriffskreuzer bauen. Die dann hoffentlich auch schön schnell sind. So, du bekommst. Phaser-Bazooka. Hatten wir nicht so ein komisches anderes Ding? Nö, anscheinend noch nicht. Phaser-Bazooka, Reichweite 2, Reichweite 1.
Oder Knüppel. Nein. Oder Raketen. Aber da gibt es nur Alpha und Beta. Und die treffen nicht immer. Nee, komm, wir nehmen den Phaser-Bazooka. Reichweite 2 ist besser als nix. Kommt da rein, da rein und da rein. Also 6 Stück. Dann nehmen wir organische Panzerung, macht 175, die macht 180. Wie viel kosten die denn so? 91025 00618. Kostet primär Germanium, was wir eigentlich immer brauchen. Und das kostet Ironium. Davon haben wir immer wenig. Ich denke dann doch lieber Germanium. Die 5 Punkte machen nicht viel Unterschied. Also. Oh, oder Schilde. Und da können wir auch Schilde reintun. Oh, das ist ja praktisch. Also tun wir hier mal zweimal die Panzerung rein. So. Und dann hätten wir jetzt gerne noch Kampfcomputer. Zielgenauigkeit der Torpedos. Wir benutzen keine Torpedos. Und macht uns einen Angriffsvorteil von 5. Von 1. Wir haben schon 5. Macht also nicht allzu viel aus. Lenkantrieb. Erhöht die Schlaggeschwindigkeit um 1/4 Feldbewegung. Das heißt, alle 4 Runden kann er ein Feld weitergehen. Das wäre eigentlich wichtig, da er recht schnell rankommen muss. So, wo steht jetzt das? Vorteil Reichweite 1%. Vorstände nur 1. Wertung 156. 176, das bringt 20 Wertung, warum auch immer. Strahlenreflektor. Reduziert den Schaden durch Strahlenwaffen um bis zu 10%. Oder Stealth-Tarnung. Tarnt jedes Schiff mit einem Wirkungsgrad von bis zu 35%. So, Tarnung 35%. Ich weiß nur nicht wirklich, was das macht. Also, bringt es im Kampf etwas oder bringt es nur auf der Weltraumkarte was, nicht entdeckt zu werden? Weil als Verteidiger bräuchte er das nicht, wenn es nur auf der Weltraumkarte ist. Wie viele Punkte haben eigentlich unsere Schilde inzwischen? 60 Schildstärke. Na gut, haben wir auch ein Schild davon rein. Ich glaube, ich mache das so. Also ein langsamer Antrieb. Diese Lenkantriebe für schneller im Kampf. Schildpanzerung maximal. Und 6 Laserwaffen mit 2 Reichweite. Also Kreuzer, Verteidiger, Laser. 1. Okay. Fertig. Den baut jetzt jeder, der es kann. Wallaby, du baust jetzt Kreuzerverteidiger nach oben. Gucken, wie viele du bauen kannst. 3, 4. Ah, kann ungefähr 3 Stück die Runde produzieren. Dann bau mal 5 und dann soll es reichen. So, das war Wallaby. Simple. Du baust auch mal ein paar davon, aber ich nehme an, dass du schon mehr produzieren kannst. Ja, 5 in einer Runde. 6 in einer Runde. 5 reichen aber erstmal. So, Aquarius. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Der kann fast so viel produzieren wie, wenn nicht genau sogar gleich viel wie Simple. So, Kichi vergesse ich immer ganz gerne. Du baust mal bitte. Erstmal eine Raumstation. Das dauert schon mal 2 Jahre. Ja, deswegen vergesse ich Kiche immer, weil es unwichtig ist. So, Nether Region. Du baust auch bitte erstmal eine Raumstation. Deneb, du baust bitte auch erstmal eine Raumstation. Oh, 14 Jahre. Ach ne, Raumstation braucht nur ein Jahr. Okay. Du kleines Ding da, baust auch erstmal eine Raumstation. 43 Jahre. Nee, du baust keine Raumstation. So, du baust Bergwerke, mehr Bergwerke. Nach oben. 1 bis 2 Jahre. Weil der hat kaum Ressourcen, also braucht er die Bergwerke.
Sehr gut, okay. Ich hätte schwören können, einer von den dreien hätte schon Schiffe produzieren können. Aber na gut. Also anscheinend produzieren jetzt nur die drei hier die Schiffe. Was nicht so gut ist. Aber wir können hier danach von da aus weiterschicken und hier neu produzieren. Das ist schon in Ordnung. Genauso wie wir auch die Minenfelder hier überall anlegen könnten, wo wir sie gerne hätten. Aber wie gesagt, Nickel und Barbecue und was weiß ich, die sind alle nicht so wichtig. Die kann ich auch ruhig immer wieder verlieren, immer wieder kaputt machen. Solange wir den Gegner schwächen, ist alles gut. Wichtig sind hier halt mir nur die hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 gute Planeten und 1, 2 kleine Planeten. Also die könnten eigentlich auch weg, aber sie sind so schön nah dran. Das passt schon. Den da hätte ich eigentlich noch ganz gerne. Und den da. Aber die sind auch zu weit weg. Also ich glaube, wir könnten nicht mal eine Flotte darüber schicken, wenn wir es wollten. Kannst du mal kurz testen? Wir nehmen unsere modernen Verteidigerlaser 2. Also nicht ganz modern, aber die dürften schon Papa Langbein haben. Können wir nicht angucken irgendwo? Genau. Da können wir nicht gucken, was das ist. Sieht aber aus wie ein Papa Langbein. Glaube ich. Ja. Wenn wir jetzt den da runter schicken wollen würden. Warp 7 geht schon mal gar nicht. Warp 6 geht auch nicht. Warp 4 ginge. 28 Jahre. Das ist mir doch ein wenig lang. Also wenn der Planet angegriffen werden würde, bräuchten wir 28 Jahre, um zur Verteidigung zu eilen. Außer wir bauen ein Stargate. Aber damit haben wir uns noch nicht wirklich beschäftigt. Na gut. Also ja, den lassen wir erstmal. Weiter im Text. Diese Runde dauert schon richtig lange. Aber es ist ja auch tierisch viel passiert. Vor allem das Wurmloch da. Genau, da schicke ich jetzt einfach mal eine Santa Maria rein. So, du fliegst da rein. Wurmloch, kein Auftrag. Der geheimnisvolle Händler hat den Kurs geändert. Genau, du hattest beschleunigt. Weiter. Wir haben Biotechnologie abgeschlossen. Zweimal. Wir haben bekommen globales Terraforming plus minus 10. Das heißt, theoretisch müssten jetzt eigentlich alle unsere Planeten, die noch nicht auf 100% sind, näher an 100% rangerückt werden. In einer Schlacht wurde unser einer Voyeur von 5 Dragonflies getötet. Das ist okay. Transporter 2 hat. Achso, das sind die ganzen Erze, die wir abgeladen haben auf Nickel, nur um sie später wieder einzuladen. Transport 2 hat 40.000 Kolonisten nach Nickel gebeamt. Nickel wurde geterraformt. Barbecue wurde geterraformt. Wallaby wurde geterraformt. Denim wurde geterraformt. Alle wurden geterraformt. Und wir haben einen Planeten unter der Herrschaft der Hawks. Das war der da unten. Okay. Das waren jetzt alle Nachrichten. Haben wir alle Flottenbefehle soweit angepasst? Du fängst den ab. Die fangen den ab. Ihr fangt den Händler ab. Dieses leere Kolonieschiff fliegt in das Wurmloch, was bestimmt nicht angenehm werden wird. Und wir schicken unseren Transporter dahin, nur um Nickel dann gleich wieder zu verlieren. Gut, F9. Du hast dieses Jahr eine Schlachtaufzeichnung erhalten. Ja, wahrscheinlich der Kampf da. Vorwärts. Zerstörer 1 hat alle Befehle aufgeführt. Santa Maria hat alle Befehle ausgeführt. Go to. Uha. Direkt neben einem Universumshändler. Und unser Wurmloch führt anscheinend nach ganz unten rechts auf der Karte. Hast du mal schick? Dafür haben wir jetzt keinen Treibstoff mehr. Ha, das ist nicht so gut. Kannst du zurück in das Wurmloch? Wir würden gerne andere Flotten hier. Nein. Waypoint-Auftrag geht auch nicht. Hier ist kein Wurmloch. Sehe ich das richtig? 400%? Nö. Aber wir sind in das Wurmloch rein und sind irgendwo rausgespuckt worden, wo kein Ausgang ist. Jedenfalls kein sichtbarer. Oh, das könnte der Haken sein. Bestimmt braucht man irgendwelche besonderen Scanner, um die Wurmlöcher zu sehen. Und die hat die Santa Maria nicht. Also haben wir jetzt eine Santa Maria mit keinem Treibstoff, die sehr, sehr weit weg von zu Hause ist. Gucken wir mal. Oh, da ist noch ein Planet. Gucken wir mal, wie weit weg von zu Hause sie ist. Geh bitte dahin. Mit Warp 1. 1035 Jahre.
Ich denke, so lange werden wir nicht spielen. Aber gut, kann sie irgendwas Interessantes anlocken oder so. Nächste Nachricht. Raumstation bei Wallaby hat drei neue Kreuzer gebaut. Denn er hat eine Raumstation gebaut. Simple hat fünf Schiffe gebaut. Die bleiben. Oh, das ist aus dem Wurmloch rausgekommen. Nicht ernsthaft, oder? Okay. Also, unser Kolonieschiff ist reingesprungen und das Kolonieschiff ist rausgesprungen. Wenn das jetzt eine alte Enterprise-Folge wäre, würde ich sagen, das sind die bösen Zwillinge, die rausgesprungen sind, als wir reingesprungen sind. Aber na gut. Also die wollen anscheinend unser Beauregard kolonisieren oder angreifen. Ein Kolonieschiff. Anscheinend alleine. Ja, komm. Fregatte Laser 2. Greift die mal an. 2 Jahre. Und unsere Kreuzerverteidiger Laser, das sind die ganz neuen. Die fliegen mal bitte weiter nach Kiche. Damit Kiche auch Verteidigung hat. Und Simple baut gleich 5 neue davon. Da unten. 1, 2, 3, 4, 5. Okay.